Ja, hier ist er wieder. Euer Borgelkat. Ich bin hier auf der Karte Karelien unterwegs. Das ist ein Angriffsgefecht. Ich bin im Verteidigerteam. Es gibt keine Arti und ich fahre den britischen Tok 2. Ja, dieses Fahrzeug ist eigentlich, glaube ich, dem britischen schwarzen Humor zu verdanken. Da komme ich aber gleich zu. Der Tok 2 ist ein Tier 6er Heavy Tank, sprich Premium Tank. Oder auch Goldpanzer, wenn ihr es lieber hören wollt. Ich habe ihn mir nicht gekauft. Er kostet regulär 3500 Goldstücke. Ich habe ihn mir bei einem Monatsevent jetzt hier freigespielt. Aktuell läuft es noch. Und der ein oder andere von euch hat ihn sich schon geholt, freigespielt, sich dann von Wargaming schenken lassen. Oder wird ihn demnächst öfter in Gefechten sehen, weil die Leute, die ihn gekriegt haben, werden ihn natürlich auch fahren wollen und ausprobieren. Ein paar Credits einheimsen, bisschen Besatzung drauf leveln, sag ich mal. Und deswegen werden wir den öfter mal in Gefechten sehen. Ja, ich level da auch jetzt Besatzung drauf, hauptsächlich meine Churchill 7 Besatzung. Und auch noch ein paar Jungs von meiner FV Heavy Besatzung. Die dürfen auch noch Erfahrung hier kriegen. Weil, ehrlich gesagt, ich persönlich wollte mir dieses Fahrzeug nie kaufen für Credits, sprich für Euros. Ich habe mir die Werte angeguckt und gesagt, nö. So ein Gurkenauto gibt's bei mir nicht. Aber es gab ihn ja jetzt geschenkt. Und bei geschenkt sagte ich dann, naja, geschenkt ist nicht zu teuer. Was sie da verlangen als Monatsauftrag, das kriegst du locker hin nebenbei, Borgelkat. Dann mach mal. Dann habe ich gemacht und jetzt hat Wargaming ihn mir in die Garage gestellt für 0 Euro. Sprich, für lau bekommen. Ja, geschichtlich, er ist entwickelt worden als Grabenkampfpanzer, ihr hört richtig, 1943. Also da haben wirklich britische Generäle wohl gedacht, sie wären noch im Ersten Weltkrieg, dass sie einen Grabenkampfpanzer brauchen. Das haben die aber dann auch mal eingesehen und haben ihn nicht in Dienst gestellt, sondern ihn halt, tja, auf Eis gelegt und das war's mit der Geschichte des Toks, weil er ist nie in Dienst gestellt worden, nie an Kämpfen teilgenommen. Also, das war eine witzige oder komische Fußnote vielleicht der Panzerentwicklung dieses Fahrzeugs. Einfach mal ein paar Jahrzehnte zu spät, weil der Erste Weltkrieg war lange vorbei, da hätte man ihn vielleicht gebrauchen können. Ja, Höchstgeschwindigkeit. Ihr könnt damit einen T95 überholen. Denn dieses Fahrzeug fährt immerhin 14 km/h. 1 km/h schneller als ein T95 der Amerikaner. Ja, er hat 76 mm Wandpanzerung frontal. Dann hat er auch noch eine 76 mm Kanone. Die ist eigentlich recht präzise. Hat auch noch gute Durchschlagswerte auf Entfernung. Bloß Schaden macht sie nicht, den Mörderschaden, sondern immer nur kleine Löcher. Da muss man ein paar Mal öfter schießen. Aber die Feuerrate ist nicht verkehrt. Und so, sag ich mal, da er nichts gekostet hat und ich den jetzt passend für meine Besatzung nutzen kann, für einen Churchill 7, wie ich schon sagte, weil da habe ich echt eine sehr schlechte Besatzung gehabt, bevor ich jetzt den Tok hier hatte zum Leveln. Und es wird zu langsam. Die Besatzung wird besser.
Ich stecke mir noch ein paar Credits ein und dann passt das schon. Kann ich euch den Panzer empfehlen, regulär zu kaufen für 3500 Goldstücke? Nein, kauft ihn euch nicht. Er macht zwar auf seiner Weise wieder ein bisschen Spaß, er ist aber sehr speziell und meiner Meinung nach nicht unbedingt 3500 Goldstücke wert. Im Angebot wäre eine Überlegung wert, aber auf alle Fälle hier geschenkt. Ja, da passt das schon. Ja, ich habe hier, wollte ich gerade noch sagen, entspiegelte Optik eingebaut, deswegen traue ich mich so langsam vor, weil ich gehe von aus, der feindliche Tok hatte es nicht. Ich wollte ihn aufspotten beim Vorfahren. Wir haben sie. Ja. Verteidigerteam. Juhu. Und jetzt rase ich nach vorne mit 14 km/h Höchstgeschwindigkeit. Naja, schauen wir doch mal. Wenn ich jetzt noch treffen würde, diesen schnellen Flitzer, dann wäre das natürlich ein wunderbares Gefecht. Aber was soll's. Auf die Schnelle habe ich jetzt hier kein besseres Video hingekriegt. Weil ich möchte euch das recht schnell zur Verfügung stellen, sprich reinstellen, damit ihr dran denkt, dieses Fahrzeug wird in den nächsten Tagen öfter mal im Gefecht zu sehen sein. Er ist irrsinnig langsam, irrsinnig groß und frontale Wandpanzerung ist 75 mm, also er ist absolut bezwingbar. Ja. Die Turmpanzerung frontal ist etwas besser, aber die habe ich jetzt nicht so im Kopf, muss ich zugeben. Mache ich gleich bei der Auswertung. Also ihr seht, Renngewinn, naja, außer gegen T95. Also es ist nicht so sein Ding. Rennen. Aber wie ihr seht, er macht Schaden, er macht auch Kills. Nicht jede Map oder jeder Gefechtsverlauf ist optimal für ihn, aber hier hat es gepasst. So habe ich doch ein Überlegenheitsabzeichen erster Klasse bekommen. Ein Kämpfer, ein Richtschützen, ein Duellant, ein Wirkungsfeuer und einen Schläger. Ja, dann habe ich hier noch Großkaliber bekommen. Dann sind hier noch Spezial-Events unterwegs, wie ohne Fleiß kein Preis, Gefechtserfahrung, etwas mehr oder mehr Besatzungserfahrung dreifach. Und so kann man doch ganz gut auf Besatzung Erfahrung schaufeln aktuell. Ja, ich habe hier 34 Schüsse abgegeben. Direkte Treffer waren 25, 22 Wirkungstreffer. Schaden waren 2707 Punkte, auf über 300 Meter Entfernung davon 2481. 5 Treffer erhalten, das waren natürlich auch Wirkungstreffer. Und jetzt kommt wieder meine Verwunderung zutage. Ich habe zwar 5 Wirkungstreffer gefangen und auch 5 Treffer erhalten, aber ich habe trotzdem Schaden abgewehrt durch Panzerung 135. Wie das funktioniert, ich weiß es nicht genau. Ich schätze mal, da wurde nur die Kette beschädigt und der Rest ist dann irgendwie verpufft an diesem Schaden von 135 an der Kette. Aber er zählt es trotzdem dann als Wirkungstreffer. Gehe ich von aus, ich weiß es nicht genau. Ich habe 6 Gegner beschädigt, 4 vernichtet. Schaden durch Spielerunterstützung 211 Punkte. Dann habe ich dank eines Premium Accounts hier 54.161 Credits reingewinnen. Dann habe ich noch hier mit Belohnung für Auftragsabschluss zusammen dann
2538 Erfahrungspunkte bekommen. Dreifache Besatzungserfahrung ist auch, also das hat doch bei der Besatzung kräftig einen Schub gegeben. Und ja, aktuell, na, wo haben wir es denn? Läuft ja auch die Aktion mit dem Fury. Ihr seht es ja selber, wenn ihr jetzt aktuell mal eure Garage aufruft. Es ist halt spezial, spezial, spezial. Ihr könnt einen Top 2 freispielen. Ja gut, wenn ihr noch nicht angefangen habt, ist es jetzt vielleicht ein bisschen spät. Und für Fury, also sie lassen sich was einfallen, die Jungs. Und ja, ich wollte nochmal die Panzerung ansprechen. Wandpanzerung frontal 76 mm, seitlich 76 mm und am Heck 50 mm. Die Turmpanzerung sieht da ein klein wenig besser aus. Am Turm ist es halt 114 mm frontal, 76 mm seitlich und 53 mm am Heck des Turmes. Bauartbedingt ein klein wenig angeschrägt ist der Turm. Könnte schon mal aus Versehen was frontal abprallen, wo die Schwachpunkte sind. Ich würde sagen, bei der Wanne, und zwar auf der geraden Fläche pauschal gesagt, das müsste jetzt zum einen der Fahrersehschlitz sein, der zugeklappt ist. Den kann man wohl aufklappen. Und daneben ist ein MG. Da müsste eigentlich der Funker hocken. Ja. Was gibt's sonst zu dem Fahrzeug zu sagen? Irrsinnig komisch, irrsinnig lang, irrsinnig langsam. Also, wer sich den ausgedacht hat, war entweder in einer Zeitkapsel gefangen und ist so 20, 30 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg da rausgeholt worden, sprich aufgetaut worden, oder er war betrunken. Gut. Das soll es auch gewesen sein, erstmal mit dem Fahrzeug. Und damit möchte ich mich verabschieden. Tschüss, euer Vogelkart.